Hallo und willkommen bei Darky Erklärt's. Heute schauen wir uns mal die neuen Kampagnenwaffen an. Als erstes den Devourer oder wie er auf Deutsch heißt, der Verschlinger. Wird ausgeliefert mit den Threads tödlich Silber, Vernichtung Gold und Durchbohren Gold. Und wir haben hier eine sehr interessante Spezialfunktion. Also erstmal hat der Angriff eine 60 Grad großen Kegel und eine längere Reichweite. Und sobald der Nutzer einen Aufladeangriff ansetzt und dann nochmal danach einen normalen Angriff, werden benachbarte Beißer 20% des Schadens erhalten und nochmal 60% die Chance erhalten, betäubt zu werden. Das schauen wir uns später nochmal an im Beispiel. Der Aufladeangriff ist außerdem eine Bonusangriff, das heißt, wir können auch hier zweimal attackieren, ähnlich wie bei dem Champions Sturmgewehr und ist natürlich immer kritisch und betäubt alle Ziele. Und dass der Aufladeangriff kann überall auf dem Boden platziert werden. So, jetzt wollen wir uns nochmal den Aufladeangriff vom Mörser anschauen, der jetzt bei mir den Verschlinger trägt. Erstmal schauen wir uns an, wie der Aufladeangriff platziert werden kann, also wieder frei auf dem Boden, solange ein Feind mit in diesem kegelförmigen Bereich ist. Und jetzt schauen wir uns noch den zweiten Part an, der eigentlich noch viel interessanter ist, denn wir schauen uns diesen Beißer hier unten an, der jetzt eigentlich nicht mit getroffen werden würde, aber durch diese neue Funktion, Rückläufer heißt es hier, oder Rohrläufer oder irgend sowas, schauen wir uns gleich nochmal an. Hat dieser Beißer jetzt eine Betäubung gekriegt, obwohl dies nur ein normaler Angriff war und hat ebenfalls noch etwas Schaden erhalten. Das hielt sich jetzt noch in Grenzen, wobei ich ja auch schon Mercer's Leader Threat mit reingewirkt hat. Aber insgesamt sehr hilfreich an der Stelle. Hier jetzt nochmal kurz versucht, die Beißer zu betäuben. Das hat jetzt auch geklappt durch diesen Rohrrücklauf. Also wir haben nur diesen Beißer anvisiert. Die beiden um uns herumstehenden Beißer haben jetzt jeweils eine Salve, Quatsch, eine Betäubung abbekommen durch diese Spezialfunktion. Und dass das Ganze auch im normalen Angriff funktioniert, ist natürlich umso besser. Und man kann noch zusätzlich Beißer betäuben. Ich habe die Waffe jetzt noch, natürlich noch nicht gelevelt. Die Waffe enthält auch keine Erschütterung, könnte ich mir aber durchaus gut vorstellen, um sie dann noch besser zu machen, als sie so schon ist. Und ja, das wäre es erstmal zum Verschlingern. So, und jetzt schauen wir uns noch die zweite Waffe an. Das wäre das Tromplon von Abtei. Ein sehr gutes Deutsch, by the way, aber geht uns erstmal um die Funktionen hier. Wir haben Glück in Silber, Vernichtung Gold und Durchbohren Gold. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Spezialfunktion an. Trifft in einem kegelförmigen Bereich von 45 Grad Angriffe auf Feinde im Umkreis von zwei Feldern um sie herum frieren ein. Das bedeutet eigentlich verwurzeln. Der Aufladeangriff ist ein Bonusangriff, der auf ein einzelnes Ziel gerichtet ist. Also ihr trefft dann nur ein Ziel und einen garantierten Treffer verursacht. Dieser entzündet auch das Ziel, also das ist 100% sicher, dass das Ziel entflammt. Wenn sich Beißer um das Ziel herum befindet oder Feinde, wird auch hier bis zu zwei weitere von ihnen angezündet. Und dieses Gewehr benötigt nur zwei Aufladepunkte. Also, wie kann man das Ganze kurz zusammenfassen? Der Aufladeangriff trifft nur einen Beißer, aber zwei benachbarte Beißer können mit angezündet werden. Außerdem haben wir dieselbe Funktion wie bei der Nagelpistole, wo Beißer innerhalb von zwei Feldern auch direkt verwurzelt werden, was sehr hilfreich ist, bei zum Beispiel im Wachposten zu stehen und der Beißer kommt ziemlich nah an einen heran, dann kann dieser mit dem Quatsch, mit dem Wachpostenangriff direkt gestoppt werden. Ja, so viel zum Tromplon von der Abtei. Das schauen wir uns nochmal in Action an. So, jetzt schauen wir uns die Abbey Tromplon mal in Action an. Wie wir sehen, hat sie im Aufladeangriff eine wirklich gigantische Reichweite. So sind wir in der Lage,
weit entfernte Ziele zu erfassen. Also insgesamt war die Reichweite auf 10 Felder und sie ist damit eine sehr gute PvP-Waffe. Also gegen die Freemen, die uns da im Guild War erwarten, haben wir jetzt eine wirklich sehr schöne Waffe, die wir dagegen einsetzen können. Und so können wir die Weißer, die dort weit entfernt sind, eben oder Weißer und Freemen anzünden. Und wie wir sehen, haben sich jetzt auch die beiden benachbarten Beißer angezündet. Was auch noch interessant ist, die beiden, die nicht getroffen wurden direkt von dem Treffer, sondern nur angezündet sind, sind jetzt nicht aggressiv, sondern sind nur im Status am Rumwandern und sind damit für uns eigentlich weniger gefährlich als, ja, wenn sie jetzt in den Status aggressiv gehen würden. Jetzt schauen wir uns nochmal den Verwurzelungsteil der Waffe an. Wir haben jetzt hier einen Beißer, der sich jetzt Richtung Carol bewegen würde. Und dadurch, dass Carol im Wachposten steht, ist sie in der Lage, den Beißer aufzuhalten. Verwurzelt den, und mit dem Verwurzeln wissen wir ja, wird der Beißer am Angriff gehindert. Und so ist das wirklich eine sehr solide Waffe. Natürlich fehlt im normalen Angriff ein bisschen das Feuer, aber ich sag mal so, im Guild War sollte man dann versuchen, mit der Waffe sich so schnell wie möglich an anderen Beißern zu laden und dann über den Aufladeangriff die Gegner am anderen Ende der Karte ausschalten. Ja, das wär's erstmal zur Abbey Crumblin. So, das wär's erstmal zu den beiden Kampagnenwaffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst ein Like da und eventuell ein Abo. Dann bis bald. Ciao.